Miss Funny Home backt heute tolle Sachen. Miss Funny Home lädt dich dazu ein. Miss Funny Home backt sich in unsere Herzen und gibt dir Sonnenschein. Ob Cupcakes, Kekse, Kuchen, Bonbon, Torte oder Bonbon. Ja, all die schönen Sachen macht uns heut unsere Miss Funny Home. Hallo ihr Lieben, hier ist eure Miss Funny Home. Heute mache ich mit euch einen leckeren Mandelbiskuitboden. Ein Mandelbiskuitboden, den ich mit einer Vanillecreme nachher füllen möchte. Aber erstmal als Grundrezept hier mein leckerer Mandelbiskuit. Ein bisschen umfangreich von den Zutaten, aber ansonsten gar nicht so schlimm und nicht so schwer. So, was ich da habe und was ich jetzt hier brauche, zeige ich euch mal. Ich habe hier 250 Gramm Puderzucker, 150 Gramm Mehl, 50 Gramm Speisestärke, 5 Eigelbe, 5 Eiweiße, also das ist schon getrennt, 100 Gramm Mandeln, die gemahlen sind, eine halbe Packung Backpulver, einen halben Teelöffel Zimt, ungefähr eine halbe Tube Bittermandelaroma und dann brauche ich noch 125 Milliliter kaltes Wasser, was ich mir dann gleich dazu tun werde, in dem Moment, wenn ich es benötige. Mein erster Schritt ist, dass ich jetzt mein Eiweiß oder mein Eiklar, wie man das auch immer nennen möchte, schön zu steifem Schnee schlagen werde. Ich schlage das dafür immer erstmal ganz kurz an. So, ihr seht, mein Eigelb ist gut geschlagen. Ach, mein Eiweiß natürlich. So, ihr seht, mein Eiweiß ist gut geschlagen. Das fülle ich jetzt um. Wir brauchen das Eigelb. Den Zucker. Und 125 Milliliter kaltes Wasser. Und schön schaumig rühren. Auf jeden Fall bestimmt 5 Minuten. So, als erstes gebe ich jetzt hier die gesiebten trockenen Zutaten hinzu, bis auf die Mandeln, hebe die vorsichtig unter. Das kann man auch mit der Maschine bei kleiner Stufe machen. Ich erkläre das immer wieder, aber schön ist es von Hand das unterzusieben, umso weniger zerfällt die Masse, die ihr gerade aufgeschlagen habt. Jetzt kommen die gemahlenen Mandeln. Die vorsichtig unterheben. Backofen ist übrigens vorgeheizt, am besten gleich von Anfang an. Ich backe ja fast immer alles auf 160 Grad Ober- und Unterhitze und mache dann die Stäbchenprobe. Auch wenn ich neue Kuchen von jemand anders ausprobiere, backe ich sie trotzdem immer gerne so, gerade die Motivtorten. Andere Kuchen schon nach Rezept, aber gerade Motivtorten oder Torten, die gleichmäßig hochkommen sollen, weil ich sie schön verzieren möchte, backe ich schon gerne immer einfach auf diese Temperatur. So, gemahlene Mandeln sind auch untergehoben, ihr seht das. Und jetzt kommt mein schöner Eischnee rein. Und alles, aber das hebe ich gleich vorsichtig unter.
Ja, nochmal der Unterschied von Biskuitboden und Rührteig. Beim Rührteig könnt ihr die Eier komplett im Ganzen verrühren und lasst die auch schön schaumig rühren. Aber bei Biskuitboden ist es wirklich so, dass ihr immer das Eiweiß und das Eigelb trennt. Und der Boden dadurch seine Fluffigkeit bekommt. Der auch wirklich ein ganz anderer Boden dadurch wird. Diese Menge hier backt ihr eigentlich in der 28er. Miss Funny Home backt heute tolle Sachen. Miss Funny Home lädt dich dazu ein. Miss Funny Home backt sich in unsere Herzen und gibt dir Sonnenschein. Ob Cupcakes, Kekse, Kuchen, Bonbon-Torte oder Bonbon. Ja, all die schönen Sachen macht uns heute unsere Miss Funny Home.